Ja, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu Folge 15 von Fallout 4. Ich bin Vince und wir arbeiten heute weiter an den Quests. Nach der letzten Folge hatte ich ja gesagt, dass ich nur meinen Kram ablegen möchte und dann nicht mehr großartig weitermache. Allerdings habe ich noch ein bisschen an dem Mod rumgespielt und habe zwischendurch aus Neugierde schon mal dieses Gebäude da platziert, diesen Roboter-Dingensbummens. Und seitdem versucht der Roboter hinter mir herzulaufen, Ada, und versucht mich die ganze Zeit anzuquatschen. Das war ziemlich dumm, weil der Nachladebastelmod hat zu dem Zeitpunkt noch nicht funktioniert. Ihr seht das jetzt, ich habe nur das Gebäude hier aufgestellt und jetzt verfolgt mich Ada hier die ganze Zeit. Ich musste also jetzt immer wieder diesen Spielstand laden und mit den Mods rumtesten, während ich vor Ada flüchte. Kennst du die Farm, die von Gulen bestellt wird? Wahnsinn, oder? Krasse Sache, Mann. Allerdings habe ich jetzt, glaube ich, den ganzen Krempel hier so weit. Wir reden jetzt erstmal mit Ada. Ihr seid ja jetzt dabei. Ich habe nämlich gerade schon mal kurz reingeguckt in die ganze Sache und das funktioniert, aber irgendwie habe ich mich da noch nicht reingefuchst. Also reden wir jetzt mit Ada und dann gucken wir uns das zusammen mal an. Sehen, was Ada zu sagen hat. Nein, jetzt redet die gar nicht mit mir. Die läuft mir nur hinter. Ach. Du Scheiße, ich Hey. dachte die ganze Zeit, die will mit mir reden. Hey, Ada. Sind Sie bereit, den Radarpeilsender einzubauen? Ja. Ziehen wir es Es ist an durch. der Zeit. Packen wir es an. Gut, der Einbau sollte kein Problem sein. Sobald ich in der Roboterwerkbank bin, bauen Sie einfach den Radarpeilsender ein. Ich erledige den Rest. Okay, Ada. Dann geh mal vor. Wie sieht's im Inventar aus? Ich weiß gar nicht, hatte ich. Ja, das hatte ich leergeräumt. Da habe ich nur die Roboterteile drin gelassen. Komm, Ada, komm. Einbauen. Oh, cool. Hey. Erstmal Ada. Zack. Spezialmods. Radarpeilsender. Anfertigen. Hast du den drin jetzt? Ja. Okay. Drehen können wir die auch. Super Sache. Was hat die denn? Gar nichts. Eine Rüstung können wir hier basteln. Oder einen anderen Kopf. Oder? Nee, Moment, das ist ja schon das, was die hat, ne? Ah. Ah. Okay. Mal sehen, was können die denn hier? Fügt irgendeinen Angriff hinzu? Hohe Kampfreichweite, überlegene Präzision. Das hört sich doch gut an, oder nicht? Mittlere Kampfreichweite. Kurze Kampfreichweite, keine Präzision. Mittlere Kampf. Nee, aber der ist mit dem Robo hier in da, das sieht doch schon. Nicht schlecht aus, aber Robotikexperte. Hä? Geht, obwohl das gesperrt ist? Okay. Ach, weil ich den habe noch. Ich kann den nicht bauen, aber ich habe ihn ja gefunden. Kopfrüstung. Ja, machen wir mal dran, ne? Warum denn nicht? Verbessert Schadens- und Energieresistenz, nehmen wir doch. Was haben wir hier noch? Torso. Aggressotron. Protektron. Da verschwindet der Kopf dann ganz, oder wie? Erhöhte Gesundheit, verbesserte Gesundheit, überlegene Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, das wäre ja eigentlich cool, ne? Standard. Verbesserte Gesundheit, oder? Ne? Aber dann hat das Ding keinen Kopf mehr. Wo ist der Kopf? Bauen den einfach mal ein, was soll's. Was steht da? Bla. Jetzt muss ich mal eben nach dem Kopf gucken. Ja, denn wenn ich den hier nehme, gibt es keinen Kopf. Das ist natürlich scheiße. Okay, also den Mr. Handy. Verbesserte Gesundheit, erhöhte Gesundheit. Standard. Ja, was ist jetzt besser? Erhöhte oder verbesserte? Wir nehmen Robo hier. So, dann den Kopf da wieder drauf.
Zack. Die Rüstung da wieder drauf. Jetzt gucken wir mal hier weiter. Grundrüstung. Verbesserte Schadens- und Energie, bla. Ja, natürlich hier mit Tragerkapazität, nein, das muss sein. Rüstung. Auch volles Programm, der soll schleppen, der Roboter. Also ohne Extras. Ah! Oho. Wahrnehmung. Ziele. Strahlungsschaden. Tarnung. Tesla. Nice. Ich glaube, da können wir noch das ein oder andere geile Roboter-Duell basteln hier. So, was gibt's am linken Arm so zu holen? Jetzt haben wir hier nix. Tragekapazität, Nahkampfschaden verringert. Nahkampfschaden, Tragekapazität verringert. Beides verbessert. Ja, toll, jetzt baue ich mir hier ein komplettes Robo-Hirn, oder wie? Armbrüstung gibt's nicht. Achso, Klauenhand, okay. Nahkampfschaden, Nahkampfschaden. Ach, das ist der Dildo hier, ne? Entschuldigung, Schlagstock meine ich. Zangengreifer, Flammenwerfer, ja. Laser. Flammenwerfer wäre schon cool, oder? Kolben, Haken, Schädelkeule, Schockhand. Ne, eine Axt ist ja langweilig. Rauch braucht auch kein Schwein. Laser. Einfrieren. Automatiklaser. Nagelpistole, meine Fresse, hier gibt es ja jede Menge Auswahl. Scharfschützenlaser. Ach komm, wir nehmen mal den Scharfschützenlaser. Gucken, was ist hier noch. Oh, viel kommt da ja eh nicht mehr. So, rechter Arm. Wachbot. Was kann der? Außergewöhnliche Tragekapazität. Ja, dann behalten wir den. Rüstung ist auch gut. Nein, ich wollte auch an den Laser. So. Was nehmen wir denn da? Da nehmen wir jetzt den Schrotflintenlaser, oder? Das macht doch Sinn. Einmal Sniper, einmal Nahkampf. Läuft. Wo ist denn der da? Streulaser. Zack. So, die Beine. Hehe. Außergewöhnliche Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, die sind gelaufen, das ging mir ja eh auf den Nerven. Scheiß auf die Tragekapazität, da haben wir schon genug von. Bisschen Rüstung noch. Farbe. Blau, beige, dunkelblau. Dunkelgrün sieht langweilig aus irgendwie, oder? Orange. Rosa, rot, rot, rot ist gut. So, wir haben also Ada erfolgreich aufgemotzt. Ja, nur dass du diesmal selber betroffen warst. Hey. Hey. Hey, Ada. Erstmal ist natürlich interessant zu wissen, ob der das weiß, ne? Meinst du, der Mechanist weiß, dass wir den Peilsender manipulieren? Ich habe bereits dafür gesorgt, dass meine Position nicht preisgegeben wird und mögliche unbeabsichtigte Befehle des Signals ignoriert werden. Leider wird uns einer davon nur wenig helfen, die Quelle des Signals zu orten. Naja, ist egal. Ein guter Anfang. Genau. Absolut.
Mit etwas mehr Unterstützung sollte ich das Signal entschlüsseln und den Mechanist orten können. Zum Glück orte ich ein weiteres Robohirn im Commonwealth, das dasselbe Signal empfängt. Aha. Und das ist wichtig, weil... Es gibt noch mehr. Das, das ich zerstört habe, nicht das einzige Robohirn des Mechanist. Ja, und das können wir zu unserem Vorteil nutzen. Die Verschlüsselung des Quellsignals ist komplex, aber nicht unmöglich zu entschlüsseln. Wenn Sie mir zwei weitere Peilsender bringen, sollte ich aus Ihnen die Schlüssel und Algorithmen für meine Entschlüsselungsroutine erhalten können. Gut, dass man den Blick hinter der Maske jetzt nicht sehen kann. Ja, würde ich sagen. Okay, los geht's. Gut, dann fangen wir mal an. Ich lade die Position des Robohirns jetzt auf Ihren Pip-Boy. Seien Sie vorsichtig. Diese Roboter reisen gerne in Gruppen, also rechnen Sie mit schwerem Widerstand. So, wir haben jetzt mit Ada genug gequatscht. Ich möchte jetzt erstmal kurz rausfinden, wie sich das hier mit dem mit dieser Rüstungswerkbank, wie das funktioniert. Also, was ich gesehen habe, ist, dass wir hier unter Herstellung eine... Wo war sie denn? Reloading Workbench haben, genau. So. Die knallen wir jetzt mal hier in das Gebäude. In etwa so. Dann verlassen wir das Menü. Und gucken mal da rein. Also, ich kann jetzt Casings herstellen und ich kann Components herstellen. So, diese Components sind eigentlich selbsterklärend. Nein, nicht anfertigen. Damit. Diese Casings. Ja, okay, sind eigentlich auch klar. Aber wie ist das alles? Also Moment, ich mache mal jetzt hier ein paar. Ja, 10 Stück. 20 Stück sollten ja reichen. Aber ich kann jetzt nicht mehr machen. Verlassen. Ja, hier werde ich wohl kaum irgendwas machen können. Was ist los hier? Aha. Okay, also diese Werkbank kann auch auf mein komplettes Inventar zugreifen. Daran liegt es nicht. Gab es noch irgendwelche Skills, die damit Gunnut habe ich gesehen. Zum Beispiel, wir haben ja immer noch den Level Up, den habe ich auch so nicht gemacht. Was war denn Gunnut auf Deutsch? Ne, das war es nicht. Aber muss ja irgendwas mit Pistolen sein. Das hier vielleicht? Revolverheld? Ich versuch das jetzt einfach, ist ja egal. Oder? Moment. Lassen wir das erstmal. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas, was Gunnut näher kommt als Revolverheld. Als Übersetzung das natürlich nicht. Waffenfreak, das hier ist das wahrscheinlich, ne? Aber ich habe das schon auf 4. Hacker. Terminal wird nie gesperrt, das ist natürlich geil. Spart uns einiges an Zeit, weil ich ja so ein Profi-Hacker bin. Hightech-Mods wären natürlich auch genial. Und viel tragen und... Hatte ich nicht Schlossklangen auch irgendwo da? Hackklammern brechen nicht mehr und du kannst alle Schlösser einfach... Ja, das ist unwichtig. Aber das Hacken ist schon interessant. Egal, wir nehmen jetzt erstmal die Hightech-Mods. Jawohl, annehmen. Ja, mit der Munition setze ich mich dann halt zwischendurch irgendwann nochmal auseinander. Das ist ja jetzt pure Zeitverschwendung, wenn ich jetzt hier 6 Millionen Jahre davor sitze. Gucken wir mal auf die Map. Ada hat uns ja 2 Positionen gegeben. Allerdings haben wir nur eine markiert. Ich check nochmal die Aufgaben. Kopfjagd. Hol dir den zweiten Peilsender. Ja, dann kommt der dritte wahrscheinlich danach. Kann man ja relativ schnell reisen hin. Sollen wir mal so eine coole Rüstung mitnehmen?
Fusionskerne müsste ich ja eigentlich genug haben. Ich habe, glaube ich, sogar noch 8 Stück im Inventar, ne? Lalala. Unter was findet man denen? Ach, das muss ich auch noch alles ablegen. Munition, Fusionskern, 8 Stück, ja. Ja, für die Körperteile von den Robotern wollte ich mir eigentlich noch mal eine Kiste dahinstellen. Das machen wir auch noch schnell, das schaffen wir, kein Problem. Wo war das denn hier? Strukturen? Ne, wahrscheinlich eher unter Möbel, ne? Betten, Stühle, Behälter. Am besten irgendeine Kiste, wo man auch was reintun kann. Die ist so gut. So, zack. Nein, sonst rausgehen aus dem Menü, Mann. Zack. Mods. Weg, 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 alles weg. Zack. Welchen habe ich denn hier noch? Ach, die sind alle leer, ne? Doch eine vollgepackt hier. X irgendwas. Gespult, selbstzielend. Könnte schwören, ich hätte da irgendwas mit Taschen reingemacht. Ach, ich hätte da jetzt eben gucken können an dieser blöden Bank. Mein Gott. Moment. 435 Kilo kann ich tragen, wenn ich die mitnehme. Schnappen wir uns ein paar Schutz bieten. Ja, das reicht, oder? Feinde kann ich auch sehen. Komm, Ada, wir gehen. Wobei, vielleicht soll ich Ada hier lassen. Ich habe nämlich nicht mehr so viele von diesen Reparaturdingern dabei, ne? Inventar, Obo, Reparatur, whatever. Ich lasse Ada hier, ich mache das alleine. Hey. Ich helfe gerne weiter, wenn ich kann. Warte da. Ich würde Sie lieber begleiten, aber es ist Ihre Entscheidung. Hey, ich muss die irgendwie loswerden. Hey, Ada. Hier, bitte. Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter. Was? Mittel, Babyflasche. Warum Aufgepasst. gibt ihr mir Was kann Kram? ich für dich tun? Ja, Sir. Bescheid für dich zu gehen. Ich hoffe, ich habe nichts getan, um Sie zu verärgern, Sir. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise. Wo gehst du jetzt hin? Ah, ich wollte gerade sagen, Sanctuary. War das hier Sanctuary Hills? Ja, geh mal dahin. Ich werde dich schon irgendwann wiederfinden. Sanctuary. Hoffentlich. Auf zur Bahnstation, Andrew. Scheiße, meine Zigarette macht mir heute nur Probleme, das ist nicht zu fassen. Und anscheinend schaffe ich auch heute nur die eine einzige Folge aufzunehmen, das wäre natürlich uncool. Aber das sieht zeitlich heute nicht so gut für mich aus. Atomizer Short, verdammt. Ja, das mit dem Dampfen hat sich also jetzt für mich erledigt. Wobei wir haben. Bisschen Zeit habe ich schon noch. Wie Stealth Boy? Bist du bescheuert oder was? Ich stehe vor deiner Tür, du Hampelmann. Wer ist er denn? Oh. Wir suchen aber auch alle Streit hier in Ruhe. Ach, ist egal, ich lasse die jetzt einfach da drin versauern. Oder muss ich sogar da rein?
Ah. Wenn die sowieso schon mal hier so einladend alle stehen, dann kann man sie auch abknallen. Ach, ich glaube, hier war ich irgendwann schon mal. Da muss ich ja, sonst hätte ich es ja nicht aufgedeckt, aber ich hatte das auch, glaube ich, alles schon mal durchsucht hier. Wo bist du denn? Ah. Werden die Feinde mir schon farblich markiert und ich finde die immer noch nicht. Oh, das reicht aber jetzt auch. Schachbrett brauchen wir nicht. Ja, Munition nehmen wir gerne. Ah, ich habe meine automatische Waffe gefunden. Aber nichts. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich Granaten werfe, würde das gehen, ne? Ah, ich hab irgendwas hinter mir. Oh, was geht denn hier ab? Der Typ verliert ja kaum Energie. Muss mal irgendwie die Waffe wechseln. Das geht doch schon wesentlich schneller. Jawohl. Ja, die sind ja alle kein großes Problem. Das große Problem ist der Fettsack. Rakete, ja, vielleicht soll ich mir mal tatsächlich so einen Raketenwerfer aneignen. Der sitzt nur da in der Ecke, kommt da nicht raus, ne? Da ist der nächste Peilsender. Zack, zack. Du harter Bursche, wo bist du denn? Keiner da. Ort. Ist auch noch ein paar Roboter abzusacken. Komm doch mal her und zeig dich mal. Wenn ich jetzt noch mal wüsste, wie man Granaten schmeißt. Okay, egal. Wir ziehen weiter. Wo geht's jetzt hin? Ach, muss ich erst wieder einbauen? Ach, jetzt.
kann ich schnell reisen, wenn Feinde in der Nähe sind. Er sitzt doch irgendwo hier oben drauf oder da drin oder so. Da drin bestimmt. Ist der Typ. Tja. Kann ich schnell reisen, wenn Feinde in der Nähe sind, aber ich kann die Feinde auch nicht finden. Das ist schwierig. Jetzt geht's. Wunderbar. So, jetzt machen wir wieder eine Runde Pimp My Ada. Bauen hier das Ganze eben ein. Und dann wechseln wir die Folge und gehen den nächsten Roboter ärgern. Würde mich ja mal brennend interessieren, wie weit die Sache hier noch führt. Wobei sie hat ja eigentlich gesagt, dass sie drei Roboter braucht. Aber mal gucken, was da noch für interessante Sachen bei rumkommen. So, warum kann ich hier nichts herstellen? Weil keine Ada in der Nähe ist. Parken wir mal kurz hier. Was? Hey da, wo bist du? Hier läuft Fifi. Ada. Was für ein schöner Tag. Vielleicht wird das unsere Stimmung verbessern. Selbstdiagnose abgeschlossen. Ich freue mich, melden zu dürfen, dass ich in nächster Zeit nicht auseinanderfallen werde. Hier, Ada. Freut mich. Ein leicht verbeulter, aber voll einsatzfähiger Radarpeilsender. Hervorragend. Mit etwas Glück hilft er uns, das Signal des Meckernis zu orten. Keine Angst. Das wird schon klappen. Das hoffe ich doch sehr. Ich auch. Ich starte meine Entschlüsselungssubroutine, aber es könnte eine Weile dauern. In der Zwischenzeit habe ich ein weiteres Signal eines Robo-Hirn-Peilsenders geortet. Das sollte der letzte sein, den Sie beschaffen müssen. Gute Arbeit. Gut gemacht, Ada. Danke. Falls meine Berechnung stimmt, kommt das Signal von... Oh, das ist nicht gut. Position bestätigt. Das Robohirn befindet sich bei der Satellitenstation Fort Hagen und damit in den Händen der Rust Devils. Kein Problem. Wer oder was sind die Rust Devils? Lassen Sie es mich erklären. Meine alte Karawane ist Ihnen begegnet, während wir den Fluss in die Stadt überquert haben. Die Rust Devils sind ein Haufen ruchloser Raider, die Roboter für ihre üblen Zwecke missbrauchen. Sie durchkämmen das Commonwealth nach uns Robotern. Was sie nicht fangen und umprogrammieren können, zerlegen sie in Einzelteile. Mir ist klar, dass Sie für mich eine größere Gefahr sind als für Sie. Ich wollte Sie nur informieren. Nun, da das geklärt ist, ungeachtet dessen, was vor uns liegt, würde ich Sie sehr gerne begleiten, wenn Sie möchten. Wenn nicht, bleibt mir nur, Ihnen viel Erfolg zu wünschen. Aber wenn Ada uns schon drum bittet, dann nehmen wir die einfach mal mit. Auch wenn ich sie vielleicht nicht reparieren kann, aber... Ada? Guck zwischen den Folgen gleich nochmal, ob ich diese Dinger irgendwie bauen kann. Komm, wir brechen auf. Verstanden. Ja. Bitte gehen Sie voran. So, also ich habe Ada wieder dabei. Ich gucke gleich, ob ich noch so ein paar von diesen Repair-Kits bauen kann. Und dann ziehen wir los und gehen diese komischen Typen da angreifen, von denen Ada gerade gesprochen hat. Zwischenzeitlich muss ich noch kurz meine Kippe reparieren, also meine E-Zigarette.
Und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge von Fallout. Bis dahin, ich bin Vince. Ciao.